Und dann straffte er sich, nicht viel, aber doch so, dass der sonst frei hängende Rückensaum der Jacke anlag, und lächelte dem Fremden ins Gesicht. Es war dieses überraschende, in meiner Kindheit kein Dutzendmal erlebte, aus der grauen Aura seiner Melancholie hervorstrahlende Lächeln, in dem ich zu lesen meinte, dass es nicht nur Arbeit und Enge in unserem Leben gab, die sorgenvolle Alltäglichkeit, sondern auch ein tief verschüttetes Glücksvorkommen, etwas Geheimes, das sich im richtigen Moment in Wohlwollen für alle und jeden verwandelte. Im Band Hotel der Schlaflosen legt Ralf Rothmann 11 neue Erzählungen vor, die er unter ein Motto des Musikers John Cale stellt: Fear is a man's best friend. Er erzählt dieses Motiv in den unterschiedlichsten Variationen. Geronimo handelt davon, wie das Lächeln des Vaters in einer kniffligen Situation seinen Sohn erahnen lässt, dass es etwas verschüttet Geheimes in der Welt gibt. In der Titelgeschichte entspinnt sich eine bizarre Diskussion über die Wahrheit, in die der durch Folter geschundene Dichter Isaac Babel seinen brutalen Henker Wassily Blochin verwickelt. Die Wahrheit der Literatur ist die Antwortung vor dem Leben. Diese Wahrheit hält diese 11 Erzählungen zusammen. Ralf Rothmann beweist hier einmal mehr seine schonungslose Hingabe ans Erzählen. Er scheint weiter nichts zu tun, als akribisch genau ein Geschehen oder eine Erfahrung festzuhalten. Er deutet bloß an, deutet aber nichts aus. Genau darin besteht die Kunst dieses genuinen Erzählers. Der Dialog zwischen Isaac Babel und seinem Henker ist von kaum zu übertreffendem Zynismus, dennoch leuchtet darin etwas auf, das in Babel die Angst vor dem Tod überwindet. Immer wieder verrät diese Prose einen dezenten Hauch von Spiritualität, die bei diesem Autor aber ganz ohne Überbau auskommt. In ihr wohnt vielmehr ein tiefes Vertrauen ins Leben, so wie es ist, voller Angst und voller Glück, mit allen Schattierungen dazwischen inne. Und damit einhergehend ein tiefes Vertrauen ins eigene Erzählen. Vor allem aber ist Ralf Rothmann immer ganz nah bei seinen Figuren. Nie kündigt er ihnen seine Empathie auf. Da mag einer wie der dicke Schmidt auf der Baustelle ein furchtbarer Schleifer sein. Die Geschichte über ihn findet den wunden Punkt, der ihn zum Menschen macht. Die Angst ist ein Plural. Jeder bleibt auf eigene Weise darin gefangen. Jeder muss selbst aus ihr herausfinden. Davon erzählt Rothmann auf ebenso berührende wie unangestrengt präzise Weise.